Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Online-Pressekonferenz der Selbsthilfe Prostatakrebs und des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Sabine Röhrenbacher, ich bin im Bundesverband Selbsthilfe Österreich, Leitung Kommunikation und Büro. Die heutige Pressekonferenz findet anlässlich des Europäischen Prostatakrebstages am 15. September 2020 statt. Das Prostatakarzinom ist in Europa die zweithäufigste Krebsart bei Männern, in der Altersgruppe über 60 Jahren sogar die häufigste und die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache. Also alle 6 Minuten stirbt ein europäischer Mann daran. Das bedeutet mehr als 90.000 Todesfälle jährlich. In Österreich werden pro Jahr 5.200 Neuerkrankungen verzeichnet. Mehr als 1.200 Männer sterben daran. Weit mehr als durch Verkehrsunfälle. Meine Damen und Herren, Prostatakrebsfrüherkennung rettet Männerleben. Derzeit wird die Untersuchung nur auf Verlangen des Patienten bei der Vorsorgeuntersuchung durchgeführt. Daher fordert die Selbsthilfe Prostatakrebs mit Unterstützung des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich die Aufnahme der Prostatakrebsuntersuchung in die gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung. Dazu konnten wir heute 4 Experten gewinnen, die im Anschluss zu Ihnen sprechen werden. Nach der Pressekonferenz steht Ihnen Herr Eckehard Büchler und Universitätsprofessor Schariat für telefonische Interviews zur Verfügung. In diesem Sinne übergebe ich direkt an Eckehard Büchler, Obmann der Selbsthilfe Prostatakrebs, und bitte um seine Stellungnahme. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei unserer Pressekonferenz zu unserem Prostatakrebstag. Mein Name ist Eckehard Büchler und ich bin langzeitüberlebender Prostatakrebspatient. Ein sehr seltenes Exemplar. Ich wurde 1993 52-jährig mit einem Hochrisikokrebs zufällig diagnostiziert. Und das, obwohl ich jährlich zu den Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen ging. Mein PSA-Wert betrug 27,4 und bei einem Wert von mehr als 20 sprechen die Leitlinien bei einem Prostatakarzinom von einem Hochrisikokrebs. Ich lebe schon mehr als mein halbes Leben mit Krebs. 1978 verlor meine Frau ihre linke Brust, weil sie Brustkrebs hatte, und ich bekam dann meinen Prostatakrebs. Meine Frau verstarb 2008 bei einem Aufenthalt auf der Onkologie im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Auf ihren Wunsch verbrachte ich ihre letzten 3 Tage und Nächte auf einem Sessel neben ihrem Krankenbett. Ich konnte ihr den Polster richten oder etwas zum Trinken reichen. Letzte Liebesdienste eben. In der Selbsthilfe Prostatakrebs sind in den Anfangsjahren 6 Männer aus dem Vorstand gestorben. Das geht nicht einfach vorüber. Das prägt einen. Manchmal bin ich traurig und wenn ich dann noch etwas dazukommt, kann es sein, dass ich zornig werde. Ich bitte, das zu verstehen. Ich bin kein Gigant. Ich bin nur selbst Patient und manchmal unwahrscheinlich verletzlich. Was wir brauchen, ist tatkräftige Hilfe und kein Lob, was wir nicht alles Gute tun. Das ist so, als ob mir jemand über den Kopf streichelt und sagt, bist ein braver Bub, da hast du Schokolade. Sag aber niemandem was davon und geh jetzt wieder in deine Spielecke und stör die Erwachsenen nicht. So empfinde ich das. Drum nochmals, bitte unterstützen und helfen Sie uns. Prostatakrebs ist in Österreich leider ein Tabuthema. Er ist von vielen Mythen und Halbwahrheiten umgeben. Unser Krebs ist dem Brustkrebs in vielen Sachen sehr ähnlich. Abgesehen davon, dass beide Krebsarten jeweils die häufigsten bei Frau und Mann sind, sind beide hormonabhängig. Bei beiden sind teilweise dieselben Gene verantwortlich. Sie metastieren vornehmlich ins Lymphsystem und Skelett. Es dauerte Jahre, bis es beim Prostatakrebs eine Chemotherapie gab. Es war ein Taxan, Docetaxel. Dasselbe Medikament war, nur viele Jahre früher, das erste Medikament, das beim Brustkrebs eingesetzt wurde. Je früher ein Prostatakrebs diagnostiziert wird, umso höher sind die Chancen, diesen Krebs zu heilen. Prostatakrebs hat im Anfangsstadium meist keine Beschwerden. Und ein bereits metastasierter Krebs kann nicht mehr geheilt werden. Obwohl beide Krebsarten gleich oft vorkommen und sonst viele Ähnlichkeiten aufweisen, ist der Brustkrebs nicht im Vorsorgeprogramm unserer jährlichen Vorsorgeuntersuchungen enthalten. Da sind nur Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs enthalten. Und aus welchem Grund nicht auch Prostatakrebs?
Hier fühle ich mich als Mann benachteiligt. Ich bitte alle zuständigen Stellen wie die österreichische Gesundheitskasse, die Ärztevertreter, unser politisches System und vor allem auch die Medien, uns bei unserer berechtigten Forderung zu unterstützen, dass auch der Prostatakrebs ins Vorsorgeprogramm aufgenommen wird. Das Problem bei den Medien ist, es gibt bei uns keine reißerischen Nachrichten. Es sterben nur 1200 Männer jährlich an diesem Krebs. Und das tun sie leise. Es ist halt immer andere Meldungen wichtiger. Die Vision und das Ziel unserer europäischen Dachorganisation Europa UOMO lautet, dass in Europa kein Mann an Prostatakrebs leidet oder stirbt. Die Fakten. Wie gesagt, es sterben jährlich ca. 1200 Männer an Prostatakrebs. Das sind 3 1/3 Männer täglich. Ca. 5200 Männer werden jährlich diagnostiziert und das sind knapp über 14 Männer täglich. 65.000 Männer leben in Österreich mit diesem Krebs. Mit ihren Angehörigen und engen Freunden sind es mehr als 500.000 Menschen in Österreich. Sind es diese Menschen nicht wert, dass ihnen tathälftig geholfen wird? Diese Zahlen wurden vom Ludwig-Boltzmann-Institut Applied Diagnostic an der MedUni Wien im Zuge deren Projektes Patio erhoben. Ein Problem ist die unwahrscheinliche Unkenntnis der Bevölkerung zum Thema Urologie. Hier gab es 2018 eine Umfrage der Europäischen Gesellschaft für Urologie in 5 europäischen Ländern und ich bin überzeugt, in Österreich wären die Ergebnisse auch nicht besser. Einige Beispiele. 40% der Befragten wussten nicht, was ein Urologe tut und 14% gaben an, noch nie von einem Urologen gehört zu haben. 54% der Männer glauben, dass Frauen eine Prostata haben. Dabei ist es doch so einfach. Die Urologie ist ein chirurgisches Fach, das sich bei Frauen und Männern mit den Harnwegen, den Nieren und der Blase befasst und bei den Männern noch mit deren Geschlechtsorganen. Ist doch einfach. Aber auch meine Kenntnisse waren mehr als dürftig. Bei der Mitteilung, ich hätte Prostatakrebs, wusste ich noch aus meiner Schulzeit, dass der deutsche Name der Prostata Vorsteherdrüse ist. Und Krebs hat etwas mit unkontrollierbarem Zellwachstum zu tun und kann letal ausgehen. Jetzt ist das anders. Nach einigen 100 Vorträgen und Besuchen von Kongressen der Europäischen Gesellschaft für Urologie bin ich für einen Patienten sehr gut informiert. Wie der Stand in Europa bei Screening- und Früherkennungsprogrammen ist, kann sich mein Kollege Günter Körl aus Deutschland bestens informieren. In Tirol gab es in den 90er Jahren ein Screening-Programm. Professor Bartsch von der Urologie der Uni Innsbruck machte mit der Tiroler Gebietskrankenkasse und dem Roten Kreuz einen Vertrag, dass jedem Mann, dem Blut abgenommen wird, mit einem verdächtigen PSA-Wert auch das freie PSA gemessen wurde. Und deutete das Verhältnis auf Krebs, wurde der Mann in die Uniklinik gerufen zu weiteren Untersuchungen. Da stand einmal in einem Jahrbuch der Statistik Austria, in Tirol werden die meisten Prostatakrebse diagnostiziert und die Todesrate ist am niedrigsten. Und in Kärnten werden die wenigsten Prostatakrebse diagnostiziert und die Sterberate ist am höchsten. Da hätten alle Glocken läuten müssen. Wir haben das unwahrscheinliche Glück, dass sich die Zusammenarbeit mit der Urologie an der MedUni Wien im Laufe der Jahre zu einer gelebten Kooperation entwickelte. Herr Professor Schariat, der Vorstand dieser Abteilung, ist seit 2017 Leiter unseres wissenschaftlichen Beirates. Das Ludwig-Boltzmann-Institut Applied Diagnostics an der MedUni Wien hat uns zu ihrem Projekt PATIO eingeladen. Das Ziel dieses Projektes ist, verbesserte Diagnoseverfahren bei Prostatakrebs zu erarbeiten und bessere Behandlungserfolge zu erzielen. Es geht immer wieder um Früherkennung. Deshalb meine Bitte, unterstützen Sie unsere Forderung für ein Früherkennungsprogramm in Österreich. Es trifft statistisch jeden 8. Mann. Ich bedanke mich herzlichst bei Ihnen, mir zugehört zu haben. Helfen Sie uns, Prostatakrebs aus seinem Tabu-Eck herauszubringen.
Wir sind ca. 65.000 Männer in Österreich, die mit diesem Krebs leben. Sollen wir bis in alle Ewigkeit vergessen werden? Nochmals herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank für diese persönlichen Worte des Obmanns der Selbsthilfe Prostatakrebs, Herrn Eckehard Büchler. Ich darf nun direkt zum Leiter der Universitätsklinik für Urologie am AKH Wien, Universitätsprofessor Dr. Sharok F. Shariat, überleiten. Professor Shariat forscht und publiziert seit 1997 im Fachbereich Urologische Onkologie, insbesondere zu Formen und Auswirkungen von Blasenkrebs und Prostatakrebs. Er spricht zum in unserer Gesellschaft wichtigen Thema Prostatakarzinom-Früherkennung. Sharok Shariat, ich bin Leiter der Universitätsklinik für Urologie an der Medizinischen Universität Wien, AKH Wien. Ich halte auch 5 andere Professuren, 2 in den Vereinigten Staaten, in Russland, in Prag und in Jordanien. Mein Spezialgebiet ist Uro-Onkologie in der Urologie und habe mich auch darauf spezialisiert. Ich rede zu Ihnen heute, um Ihre Unterstützung zu bitten für ein wichtiges Thema für uns alle in unserer Gesellschaft, für die Männer sowie die Frauen, nämlich dass Prostatakarzinom-Vorsorge ein fixer Bestandteil der Vorsorgeuntersuchungen in unserer Gesellschaft in Österreich werden, so wie bei Brustkarzinom, Kolonkarzinom und Zervixkarzinom. Prostatakarzinom ist eine wichtige Erkrankung, die mit dem Alter steigt und unsere Gesellschaft disproportional beschäftigen wird in den nächsten Generationen und Dekaden. Ungefähr 1 von 4, 1 von 5 Männern wird eventuell, wenn er alt genug wird, Prostatakarzinom kriegen. Die frühe Erkennung des Prostatakarzinoms führt nicht nur dazu, dass sie das Karzinom im frühen, niedrigen Stadium erkennen und dadurch eine optimale Therapie zufügen, wann sie es brauchen, und weniger Nebenwirkungen haben und die Krankheit vielleicht auch identifizieren und vielleicht nur Nachsorge betreiben, sondern führt auch dazu, dass die Mortalität, die Sterblichkeit der Erkrankung sinkt. Wenn Sie eine Prostatakarzinom-Vorsorge ab dem 45. Lebensjahr machen mit einer PSA-Untersuchung, die eine einfache, billige Blutuntersuchung ist, mit einem Besuch beim Urologen, schaffen Sie nach 100 gescreenten Patienten ein Leben zu retten. Diese Statistik ist besser als alle anderen Screening-Programme, die es weltweit gibt. Die Sorge natürlich ist immer gewesen, führt dieses Screening oder diese Vorsorge zu einer Überdiagnose und einer Übertherapie? Ja, wenn sie nicht intelligent gemacht wird. Deswegen fragen wir nicht nur für die Prostatakarzinom-Vorsorge, sondern auch eine intelligente Vorsorge, die im Früh beginnt mit dem Alter 45, wo eine zielgerichtete Intervallen den weiteren Untersuchungen gemacht werden können, und weiterhin auch die Therapie und Entscheidungen clever auf die Daten gemacht werden nach evidenzbasierten Medizin. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und ich hoffe, dass wir das auch diesen Meilenstein für unsere Gesellschaft erreichen können zusammen. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Shariat. Im nächsten interessanten Beitrag wird Ihnen nun Universitätsprofessor Dr. Hendrik van Poppel, Adjunct Secretary General of the European Association of Urology, responsible for education, die traurige Erfolgsgeschichte des PSA-Tests erzählen. Sein Beitrag ist in Englisch mit deutschen Untertiteln. Well, I'm very pleased to tell you the sad story of PSA actually. You know, before we had PSA, 1 out of 3, up to 1 out of 2 men died from prostate cancer when they were detected. This means that they were detected too late. Then PSA came around the 80s, and as a consequence we had much more patients detected, and there was an increase in incidence because we overdiagnosed and sometimes overtreated. But by applying PSA, the mortality from prostate cancer has come down dramatically, much more than in ODI and any other malignant disease in the human being. The progress made in prostate cancer survival, not dying any longer of prostate cancer, is most dramatic for prostate indeed, not for breast, not for bladder, but for prostate cancer. Now this has been achieved by maybe overdiagnosing and overtreating patients. And the consequence of that is that people started to say, it's a disease of old men, you don't die from prostate cancer, you die with prostate cancer. So there have been big arguments against the use of PSA. The United States Task Force have warned against PSA. In my country, PSA has been stopped being reimbursed.
patients have to pay from their pocket. In the UK, in the Netherlands, general practitioners do not want to take PSA because they believe we shouldn't do it because of the overdiagnosis and the overtreatment. And what is the consequence? The sad consequence is that today, in the UK, 65% of men are detected with prostate cancer in a too late stage to be easily cured. What is the consequence? They become diagnosed with prostate cancer, but they get progressive, they become metastatic, and after becoming metastatic and being castrated, they then become castrate refractory. Now, if you look at the cost of treatment of early disease, a PSA determination costs €9. A multiparametric MRI costs €150 in my country. It's more expensive in others. The treatment of early disease is €5,000 for surgery, radiotherapy another €5,000, and that's the cost. And the cost of the treatment for the two last years of a castrated man that's gonna die from prostate cancer costs €240,000. We see we have had a steep decline in mortality, but now today in the United States, you see that the mortality from prostate cancer is increasing. This means that by not doing PSA properly or by arguing against PSA, more men today die from prostate cancer than they did 5 years ago. So we need to go back in history. We need to design properly performed population structured PSA screening, starting at 45, following the guidelines of the EAU on how to do it. Stop screening people that are not at risk and save money there. And finally, get up with stages detection of prostate cancer when people can be cured rather cheaply. So we need to reintroduce in order to further decrease the mortality and not allowing that it will increase. We will see an increase in mortality in the United Kingdom. We will see an increase in mortality in Western European countries where PSA is not done. Opportunistic screening is not a good solution. We need a well-structured PSA-based screening for our healthy male population, starting early enough in order not to miss any aggressive cancers. The guidelines state very clearly that we should not take a PSA sample in a patient that comes for checking his diabetes or his cholesterol, and not just take the PSA without informing him. We must inform the patient that when a PSA is drawn and the result is in one or another direction, it might well be that he needs to have a physical exam, a digital rectal examination, maybe an MRI, that maybe he might warrant treatment with negative consequences eventually. We know that from radical prostatectomy, the minority of patients, 2-3%, might suffer some incontinence. Some will have less potency than before the treatment. When you got radiation treatment and you need hormones, this also has side effects. So we need to inform the patient fully. But if a young man today knows that with doing PSA, you can avoid dying from prostate cancer, which is so many people. You know, there is more men dying from prostate cancer today than women from breast cancer. If you look at colorectal cancer, there is colorectal cancer screening, there is breast cancer screening, there is cervix cancer screening. There's nothing for the prostate. But more men die from prostate cancer than from colorectal, and more than women from breast cancer. And nothing is done for men. So we need to talk to the politicians, to the European Parliament, to the Commission, to convince them in the revision of their guidelines and recommendations to not only have colorectal, cervix and breast, but finally to look at the most common and the second killing cancer in males, which is prostate cancer.
We have had the trials. They have been done. There was a trial in the United States. It was the PCLO. Didn't show any difference for the simple reason that in the non-screened arm, about everybody had a PSA drawn at a certain point in time. So this is not a good study. This is not a clean study. Then we have had the European randomized screening trial. We have had the Göteborg trial in Sweden. And there's been a sub-analysis recently from the Rotterdam cohort in the ERSPC study, where you see that mortality and metastatic disease in the screening arm, not contaminated with wild screening in the other arm, there is a decreased mortality and metastatic rate of 52 and 54% after 19 years. This is enormous. This is enormous. There is really no reason not to reintroduce a well-structured PSA screening in a well-informed patient. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Poppel. Abschließend spricht Herr Ernst Günther Karl, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundesverbandes Prostatakrebs-Selbsthilfe e.V. und Vice Chairman von Europa UHOMO zum Thema Früherkennung und dem wesentlichen Faktor Lebensqualität. Liebe Kollegen, Freunde und Betroffene, zum anstehenden Prostatakrebstag in Europa möchten wir uns auch aus der europäischen Ebene etwas deutlicher zwei Themen positionieren. Dabei handelt es sich einmal um das Thema Früherkennung. Wir bezeichnen das auch als die Wurzel aller Heilung. Und wir möchten zu den ausgehenden Nebenwirkungen Stellung nehmen. Das wird unter dem Thema Lebensqualität bzw. Quality of Life abgehandelt. Wir möchten bei der Früherkennung sicherstellen, dass mit dem einzigen vorhandenen, nicht perfekten, aber vorhandenen Organmarker, nämlich dem PSA, regelmäßig Messungen vorgenommen werden. Der Urologe sollte im Verdachtsfall weitere Themen entweder ein- oder ausschließen und sicherstellen, dass der Krebsverdacht sich manifestiert, was im Endeffekt zu einer Biopsie führen wird. Wir möchten auch hier sicherstellen, dass wir moderne bildgebende Verfahren, in dem Fall das multiparametrische MRT, angewendet sehen wollen, damit mit den PIRATS-Ergebnissen des MP-MRTs zusammen mit einer systematischen Biopsie ein Ergebnis zustande kommt, welches abgehärtet ist, welches den Pathologen in die Lage versetzt, vernünftig einen Bericht zu erstellen und damit zu einer partizipativen Entscheidungsfindung zwischen dem behandelnden Urologen und seinem ihm gegenüber sitzenden Patienten führen soll und wird, um damit eine qualitativ hochstehende Therapie einleiten zu können. Zum Thema der Lebensqualität hat die Europäische Dachgesellschaft oder Dachorganisation der Selbsthilfevereinigungen in 2019 eine Studie angeleiert und erfolgreich durchgeführt mit annähernd 3000 Antworten von Betroffenen. Und aus den dort hereinkommenden Angaben, in Englisch heißt das Patient Reported Outcomes, ist zu entnehmen, dass auf der einen Seite medizinisch nachfolgende Themen im Fokus stehen, aber wesentlich wichtiger zur Lebensqualität oder Quality of Life zwei Punkte in den Fokus rücken an zweiter Stelle. Wir hätten das wesentlich höher vermutet, das Thema Inkontinenz, sprich das Verlieren von Urin ungewollt und unkontrolliert, und an erster und uns etwas überraschender Stelle stand das Thema Sexualität, Probleme in der Beziehung, in der Familie, Probleme mentaler Art für den Betroffenen. Und wir werden dieses Thema zum Anlass nehmen, es zu vertiefen, vertieft auszuwerten und, wenn es machbar ist, eine weitere, tiefergehende Nachfrage zu starten, um sicherzustellen und genauer zu wissen, wo dort die Probleme liegen, damit wir entsprechend reagieren können. Der anstehende Prostatakrebstag in Europa ist sicherlich eine gute Gelegenheit, auch in Zeiten von Corona, sich dieses Themas anzunehmen und sicher etwas für die Betroffenen zu tun.
Wir meinen mit 60.000 neuen Diagnostizierten in Deutschland und immer noch 12.000 Toten oder annähernd 12.000 Toten und erheblich höheren Zahlen in Europa. Es ist sicherlich notwendig, diesen für den Mann mittlerweile am heftigsten wirkenden Krebs in der Zukunft besser zu behandeln und in den Griff zu bekommen. In diesem Sinne alles Gute, viel Erfolg und wir versprechen, dass wir dranbleiben. Vielen Dank an unsere Experten. Abschließend möchte ich die nachdrückliche Forderung der fixen Aufnahme der Prostatakrebsuntersuchung in die gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung ab 45 Jahren wiederholen. Prostatakrebs-Früherkennung rettet Männerleben. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die Aufzeichnung dieser Pressekonferenz erneut anzusehen, hier und unter dem gleichen Link. Kontaktdaten und Website-Links zu weiteren Informationen zum Thema Selbsthilfe Prostatakrebs und zum Bundesverband Selbsthilfe Österreich finden Sie in der Beschreibung dieses Videos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit.